Also Tabea und ich und natürlich der Timo sind am Elite Valley Combine gsi. Und zwar ist das eigentlich so ein Event von einer Agentur von Elite Valley, wo Spielerinnen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen und zusammen trainieren und sich dort eigentlich für die Volleyballwelt ein bisschen präsentieren. Also wie Ella schon gesagt hat, sie sind aus wirklich mega vielen verschiedenen Ländern gsi. Es hat ein paar Amerikanerinnen gehabt, dann von Slowenien, von Ungarn, von Bosnien, von Kroatien selber. Und es ist mega spannend gsi, mit denen allen zusammenzuarbeiten, weil es sind wirklich viele verschiedene Kulturen eigentlich noch so aufeinander getroffen. Und es ist mega interessant gsi, mit ihnen nachher zu reden, wie sie das Volleyball bis jetzt so erlebt haben und wie ihre Geschichte so ist und so. Mega cool gsi. Also neben dem Timo, der uns eigentlich trainiert hat, hat das Ganze eigentlich der Ryan Owens von der Agentur hat das Ganze so ein bisschen geleitet. Aber nebendran sind auch noch viele andere Mentoren sozusagen dabei gewesen, ehemalige Spielerinnen, jetzige Spielerinnen, zum Beispiel Mia Jerkow, was für uns eine mega Erfahrung war, mit ihr können zu sein und von ihr dürfen zu lernen. Und dann nebendran haben wir auch noch die Möglichkeit gehabt, an Zoom-Meeting teilzunehmen, wo auch Athleten für uns, also zu uns geredet haben, Physiotherapeuten, Mentaltrainer und so weiter. Und das war für uns auch sehr interessant gewesen. Und da war eigentlich den ganzen Tag lang gewesen. Und dann haben wir am Abend noch ein bisschen Zeit gehabt für Strand und Meer. Ja. Also am Anfang ist es sicher hat es ein paar Tage gebraucht, bis man sich so an die neue Umgebung gewöhnt hat, eben ein neues Land, ein neuer Ort, man war noch nie dort gewesen. Man weiß nicht so richtig, wie es läuft und so. Dann das Hostel, wo wir gewohnt haben, ist ein bisschen weiter weg von der Halle, das heisst, wir sind immer dort angefahren worden, das heisst, man hat sich auch man musste flexibel bleiben, man ist nicht immer am gleichen Ort abgeholt worden, das ist alles immer so ein bisschen, nicht chaotisch, aber halt immer so ein bisschen spontan gewesen. Und das ist sicher anders, wie wir das hier in der Schweiz meistens gewöhnt sind. Dann auch die Trainings selber, also sind immer mega lang gewesen. Wir haben jeweils 6 bis 7 Stunden pro Tag trainiert und sind wir uns von hier auch nicht gewöhnt. Also es hat auch ein bisschen gebraucht, bis wir uns so an die Intensität gewöhnt haben. Aber alles in allem war es wirklich eine super Erfahrung gewesen, weil wir haben uns persönlich weiterentwickeln können. Wir konnten Erfahrungen sammeln, eben indem wir haben gelernt, flexibel zu bleiben. Man hat sich an alles das müssen anpassen. Man hat einfach selber schauen, wie man durchkommt, dass man die Trainings schafft und so. Eben was Tabea schon gesagt hat, was für uns neu war und was wir sicher auch mitnehmen wollen, ist, dass wenn man an einen anderen Ort kommt und mit Spielerinnen aus der ganzen Welt eigentlich zusammenspielt, dass es auch extrem viele verschiedene Mentalitäten hat und mit sich bringt und dass man sich das auch bewusst sein muss und dass man sich das anpassen muss. Auf der einen Seite ist sicher das Volleyballerische, wo wir dort, also eben dadurch, dass wir so viel trainiert haben, haben wir hunderttausende neue Inputs bekommen, sechs im technischen Bereich oder halt auch im spielerischen, taktischen Bereich. Auf der anderen Seite ist es aber auch all das, was neben dem Feld passiert ist. Wie Ella vorher gesagt hat, es sind verschiedene Mentorinnen dort gewesen, also Spielerinnen, die früher selber Profi gewesen sind oder immer noch Profis sind. Und wir haben mit verschiedenen anderen Athleten aus der ganzen Welt können reden. Und die Lektionen, die wir dort gelernt haben, die uns mit auf den Weg gegeben haben, das sind so wichtige Sachen. Also zum Beispiel ist immer wieder betont worden, man soll sich auf das fokussieren, was man kontrollieren kann. Oder es ist wichtig, wie wichtig es ist, dass man organisiert ist, dass man sein Zeug im Griff hat, wenn man wirklich an die Spitze kommen will. Und all solche Lektionen sind wirklich mega wertvoll gewesen und werden mir sicher auch viel bringen in Zukunft. Also grundsätzlich geht es vor allem um das internationale Networking. Also ich habe als Coach immer mit verschiedenen Agenturen zusammengearbeitet und eben Elite Volley ist eine davon. Mit dem Rhein selber habe ich auch viel mit Spielerinnen zu tun, in den letzten 2-3 Jahren, jetzt auch im vergangenen Jahr, sehr viele Spielerinnen für ihn analysiert oder eben auch Videos zusammengeschnitten und so weiter. Darum habe ich viele von diesen Spielerinnen schon kennt.
die wir dort gesehen haben und halt schon gewusst, wie sie spielen und so. Und ich glaube, die internationale Zusammenarbeit ist einfach sehr wichtig und für uns auch wichtig, wenn wir unsere Spielerinnen eigentlich auf die Profikarriere vorbereiten wollen. Und ich wäre schon im Mai dabei gewesen, dann ist wegen Corona nicht gegangen. Letztes Jahr ist es auch wegen Corona nicht gegangen. Und die vorherigen Jahre bin ich meistens einfach extern dabei gewesen, also entweder mit einem Input über ein Zoom-Meeting oder eben über ein Video oder über Analysen. Also eben grundsätzlich ist das Event eigentlich geplant, für beispielsweise Spieler aus dem amerikanischen College zu Europa zu bringen, plus junge europäische Talente zusammenzuführen und denen vielleicht eine Möglichkeit geben, diesen Profiverein können zu ermitteln. Das heisst, es waren so drei Kategorien, gewesen, es war so U17 und U19 die eine Stufe, gewesen, dann eigentlich Jungprofi und dann eben Amerikanerinnen, die quasi darüber reden wollen, arbeiten. Wegen Corona sind jetzt die ganzen Schulen in Amerika noch nicht so weit gewesen. Das heisst, es sind deutlich weniger Amerikanerinnen gewesen als geplant, dafür mehr Lokale. Also wir haben relativ viel so im Alter zwischen 17 und 20 gehabt, auch noch ein bisschen aus der weiteren Region oder aus der erweiterten Nachbarschaft, eben Bosnien, Slowenien, Kroatien und zum Teil auch vom Club aus Split selber hat es auch zwei Spielerinnen gehabt. Und was man glaube ich schon sagen kann, ist, dass sich unsere Ahnen müssen verstecken. Das ist ja so, man sieht auf der anderen Seite auch, dass vielleicht andere auch andere Prioritäten haben. Also man sieht, dass wenn man so Disziplinübungen macht, sind wir in der Schweiz meistens sehr weit vorne. Und andere sehen aus, als hätten sie noch nie Volleyball gespielt. Und dann plötzlich geht es ums Spiel und dann merkt man plötzlich, wow, die schlägt einem noch Bälle um die Ohren da. Und ich glaube, das gibt einem auch noch einen anderen Eindruck, dass eben nicht überall gleich trainiert wird und dass man aber etwas kann. Aber dass andere, die vielleicht den ersten Eindruck hat, warum kann jetzt die hier nicht 10 Freiballs nacheinander spielen, dass die dafür vielleicht 90 cm gumpet, ist dann wieder etwas anderes. Und ich glaube, das ist da so wichtig ist. Also, unsere haben das gut gemacht, eben Tabea und Ella haben das gut gemacht, haben auch ihre Fans gefunden dort. Und das ist sicher ein ganz guter Hinweis, auch zu merken, wir sind nicht nur in der Schweiz eigentlich in einer Talentgruppe dabei, sozusagen in einer Auswahl, wo man einfach trainieren kann, sondern wir können eigentlich international können wir dort auch mithaben. Aber es ist klar, das ist jetzt eine Nachwuchsgeneration sozusagen. Und ich glaube, es ist schon gut gewesen, um zu sehen, was andere können, was man selber kann, sich selber einordnen kann und vor allem den Horizont erweitern. Die Schweiz ist doch ein bisschen reduzierter Horizont und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Spielerinnen, um zu sehen, wie es in anderen Ländern läuft. Der Della hat vorhin gesagt, eben Mia Jerkov ist dort, das ist eine der festen Aussergreiferinnen der Welt und die hat den Narren-Adrella gefressen. Also die findet Della super. Und das ist doch auch etwas Gutes, wenn jemand, der wirklich in über 15 verschiedenen Ländern gespielt hat, in Japan gespielt hat, Türkei gespielt hat, Polen, Russland gespielt hat und eigentlich eine Schweizer Spielerin gut findet und einfach sagt, ja, die macht wirklich alles gut und so. Oder auch sagt, mal, doch, da bin ich ja Potenzial und so. Und ich glaube, wenn man das hört von einer Spielerin, die wirklich alles durchgemacht hat, was man durchmachen kann auf dem Volleyballplaneten, gibt einem das schon noch einmal ein bisschen Push. Und das haben die beiden auch zu Recht bekommen. Das ist nicht so, die Spielerin, die ist nicht nötig. Die muss ja nicht sagen, ja, es ist gut, nur damit sie das gesagt hat, sondern die kann ehrlich ihre Meinung sagen und das hat sie auch gemacht. Und ich glaube, das ist ein guter Input, wenn sie zwei natürlich auch von so einer Spielerin hören, dass sie auf einem guten Weg sind. Also einerseits planen wir nach wie vor noch die ganzen Trainingslager im Ausland, die jetzt im letzten Jahr ein bisschen unter den Teppich waren. Aber die finden sicher statt. Plus, wir wollen natürlich schon immer wieder schauen, dass wir es möglichst international zeigen können. Einerseits im Spiel, andererseits werden wir auch Super Days ausbauen, das Jahr, wo wir da auch zwei internationale Teams dabei haben. Und es wird sicher im Rahmen von Combines nächstes Jahr auch wieder Möglichkeiten geben. Wir werden möglichst alles abchecken, was uns oder Spielerinnen unter NFV weiterbringen kann. Weil ich glaube, effektiv daran, das Wichtigste ist die Horizonterweiterung. Wir sind sehr, sehr limitiert im Denken, was wir im Volleyball sind. Und das habe ich selber als Trainer schon gemerkt, als ich dann früh ins Profigeschäft hineingekommen bin und ins Ausland gehen konnte, habe ich gesehen, dass die Welt eine ganz andere ist ausserhalb der Schweiz. Und das möchte ich den Spielerinnen irgendwie ermöglichen. Und von dem her sind wir sicher bestrebt, so viel wie möglich international zu machen. Danke für das Gespräch und viel Erfolg. Danke. Schön, viel Erfolg. Danke.